Aloha und herzlich willkommen zu diesem Video über die Bildung des Konditional. Allgemein kann ich euch schon mal sagen, das Konditional wird sehr, sehr ähnlich wie das Futur gebildet. Deshalb habe ich jetzt mal zum Vergleich eine Folie aus dem Video über die Bildung des Futurs so geklaut und übernommen. Die Bildung regelmäßiger Verben im Futuro geht so, dass man jedes Verb im Infinitiv, egal ob es auf die Endung AR, ER oder IR endet, dass einfach das ganze Verb im Infinitiv nimmt und dann eine gewisse Endung dranhängt. Im Konditional ist das wirklich identisch. Ihr habt das Verb im Infinitiv und hängt eine Endung dran. Im Spanischen, toll. Im spanischen Futuro, da sind das dann die Endungen e, as, a, emos, eis und an. Und ich mache diese Folie mal ganz schnell weg, denn es geht um das Konditional. Im Konditional sind es nämlich einfach die Endungen ia, ias, ia, iamos, iais und ian. Und davor dann jeweils die Verben im Infinitiv, also llegaría, crecerías, viviría, escribiríamos, pasaríais und irían zum Beispiel. Und dann komme ich jetzt noch, also die regelmäßige Bildung des Konditionals habe ich euch hiermit schon erklärt. Das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Jetzt komme ich noch zu den unregelmäßigen Verben. Und jetzt müsstet ihr sofort merken, dass die exakt dieselben sind wie beim Futuro. Aus decir wird dann dir, aus poder podre, aus tener tendre, aus saber sabre und aus venir vendre. Und danach werden dann diese Endungen drangehangen, zum Beispiel diria, podrias, tendria, sabriamos, vendrian oder vendriais und so weiter. Die unregelmäßigen Verben fürs Konditional sind das dieselben unregelmäßigen Verben fürs Futuro und deswegen habt ihr mit einem Lernaufwand zwei Zeitformen gelernt. Weitere unregelmäßige Verben sind dann nur noch haber, abre, querer, querre, salir, saldre, hacer, ar, Pirat, poner, pondre. Und daraus werden dann im Konditional die Verben zum Beispiel yo, habría, tú, querías, ella, usted, saldría, nosotros, haríamos oder vosotros, haríais oder ellos, ustedes, ellas, pondrían. Das war es jetzt schon zur Bildung des Konditional. Innerhalb von diesen 1, 2, 3 Minuten von diesem kurzen Video habe ich euch die regelmäßige Bildung, den Zusammenhang mit dem Futuro und die unregelmäßigen Verben erklärt. Und das war es jetzt zum Konditional. Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen bitte in die Kommentare.